Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und das ist unsere Gerberin. Ach, die ist nicht fein. Schön weiterarbeiten. Ah ja, und Mathilde ist irgendwo auch dabei. Jo, Mathilde hat sich jetzt mal ein bisschen schlau gemacht, wie man so ein bisschen besseres Essen machen kann. Und meine Maus nervt. Der kauft dir eine neue. Und ich habe festgestellt, dass ich ein Trockenregal brauche. Ich hatte ja letztes Mal hatte ich ja ein paar Fallen aufgestellt und ja, will jetzt in die gute Essenproduktion einsteigen. Damit wir auch irgendwie mal ein bisschen coolere Sachen machen können, vielleicht uns endlich mal auch in irgendwelche doofen. Was brauchst du jetzt für das Regal? Ich brauche gerade nur ein bisschen Holz noch. Dann mach du mal das Regal. Ich guck mal, was wir so im Sklavenangebot haben. Mach mal. Weil das Sklavenrad da oben ist natürlich wieder. Da ist gerade keiner drin und irgendwie. Das geht ja gar nicht. Irgendwie müssen wir da was reinpacken. Die Überlegung ist jetzt, wie kriegen wir von den drei Feinden nur einen immer einzeln her? Was haben wir denn gefangen? Ich habe ganz viele schmackhafte Fische und sogar... Oh, ich habe ganz viele exotische Fische gefangen. Geil. Also, wir haben richtig viel Futter gefangen. Wow, ich bin begeistert. Also wirklich ganz, ganz viel Fisch. Coole Sache. Bienenkönigin da rein. Die bringt aber nichts. Arbeitsbienen bringen mir auch nichts. Okay. Braucht man einen Koch? Ich geh mal kurz weg. Oh, meine Hose ist kaputt gegangen. Die hat mich nackig geschlagen. Was haben wir denn hier? Exotische Schalentiere, schmackhaftes Schalentier und unappetitliche Schalentiere. Bitch, die hat mich nackig geschlagen. Das gibt's ja gar nicht. Oh, bist du denn? Hallo. Oh, dieser irritierende Dödel. Ja, tut mir jetzt leid. Ich muss erstmal. Ich hab nichts zum Verbinden. Scheiße. Essen wir jetzt hier erstmal was. Krieg ich die gleich wieder. Haut die meine Hose kaputt. So, ich glaube, das Trockengestell stelle ich einfach mal draußen auf. Hm? Maus! So, das stellen wir dahin. Schupp! So, ich habe nämlich mal eine Liste besorgt, wo man das so schön machen kann. Mhm. Trockner. Trockner. Alles auf dem Trockner. Okay, dann packen wir mal ganz viel auf den Trockner. Dafür brauche ich Rinde. Okay. Vielleicht kann ich da auch Beeren trocknen. Ich packe da einfach mal ganz viel rein. Brauchst du noch ein paar Ersatzteile? Inwiefern Ersatzteile? Wofür Ersatzteile? Was für Ersatzteile meinst du? Ich kann dir noch Haare anbieten, Beine, Füße. Hier liegt gerade so ein Haufen Frauen. Haare? Ja, wenn du deine Haare verlängern willst, keine Ahnung. Meine Haare sind lang genug, aber danke für das Angebot. Ich brauche Rinde. So, wo ist die Küche? Warte mal, gab's nicht irgendwie ein extra Werkzeug für Rinde? Maus, du regst mich auf. Werkzeuge, Waffen, Material. So, wir brauchen Rinde. Hä, das waren noch drei Gegner. Wo ist der dritte hin? Es gibt doch garantiert etwas, mit dem ich leichter Rinde bekomme. Gibt hier auch ein Hackmesser, das brauchen wir eigentlich auch noch, um mehr Fleisch rauszukriegen. Okay, dann suchen wir mal so was sichern. Kann ich nicht machen.
Also es gibt auf jeden Fall ein Werkzeug, das ist extra dafür da, dass man ganz toll Gras und so kriegen kann. Die Frage ist halt nur, was das ist. Das ist nämlich nicht bei den Eisenwerkzeugen dabei. Also hier ist eine Stahlsichel, aber das ist erst bei Stahl der Fall. Rüstungsmacher brauchen wir nicht, haben wir schon, ne? Bist du ja. Okay, anscheinend noch nicht. Ah, der trifft. Dann muss ich wohl mit der Pike das noch machen. Ja, scheiß Stein hier. Who's there? Haha! Ich hab einen Bogenschützen gefunden. Sehr schön. Wo ist der andere Typ, den ich zerhackstückelt habe? Ach, der liegt hier genau vor meinen Füßen. So fängt der Tag gut an. Man hat sich einen Sklaven geholt und... Ach so, ja. Dann geht er halt so gut zu Ende. So. Mein Babypuppen-Popo-Arsch, der irritiert mich ein bisschen. Macht dir doch was Neues. Ja, ich gehe mit den kleinen Sklaven hier. Gehe ich jetzt nach Hause und dann mache ich mir eine neue Hose oder Lendenschurz. Weil dein kleiner Penis irritiert mich. Bei mir sind es die Arschbacken. Das sind nette Arschbacken. Ja, und das Seil sieht so komisch aus. Das kann ich hier quasi so gezielt. Das, warte mal, wie viel. Das ist so gummimäßig, ne? Ja, aber wenn ich gehe, sieht es manchmal so aus, als ob es aus meinem Arsch kommt. Ja. Sehr schön. Ja, das Seil aus dem Hintern. Ich zieh's dir nicht aus dem Hintern, nur damit das klar ist. So. Na komm, Kleiner, komm. Ist der immer noch am Wasser? Warte mal. Du bist ja unterwegs gerade auf deinem Bildschirm, ne? Mhm. Ich dachte, das am Fischer-Ding die ganze Zeit, das bist du. Nein. Das scheint eine andere Tussi zu sein. Wie, da ist... Tatsächlich, da steht jemand fest da. Ja, wahrscheinlich die ich vorhin töten wollte. Oder, ja, das ist ein chemitischer Koch. Ja, die wollte ich eigentlich knüppeln, aber... Ja gut, die Haare können ja nur einen momentan. Ah, die hängt da irgendwie, na gut. Nö, ich will lieber einen Bogen schützen. Der kann dann hier nebenbei Krokodile und so kaputt schießen. Naja. Ist noch dran? Wunderbar, kommst du mit? So. Hey. Zack. Verdammt. Ja, wir machen ganz viel getrockneten Fisch erstmal. So, Fackel kann ich gerade nicht benutzen, weil das ist das bestimmte Seil los. Yum, yum, yum. Lecker getrockneter Fisch. Ja, und ist schon drin. Fantastisch. Hallöchen. Hallo. War ich eine Reservehose? Nee, habe ich nicht. Verdammt. Ich habe das Wissen nicht, um diese Hose zu reparieren. Verdammt. Das würde mich ja jetzt echt ärgern. Warte mal, warum hast du diese Reparaturkit so? Rote Schildlaus. Ich packe einfach mal die rote Schildlaus in unseren Mahlstein. Mal gucken, was dann passiert. Nichts. Man dann noch so reinpacken. Ach, total zerstörte Objekte können nicht repariert werden.
super. Dann tschüss. Oh, hab noch Ziegel dabei. Ich krieg Salz. Woher kriegst du denn Salz? Aus Stein, im Mahlstein. Ah. Gut zu wissen. Da kann man bestimmt besseres Essen mitmachen. So, wie sieht's denn an der Eisenfront aus? Gar nicht mal so schlecht. Ja, wir bräuchten wieder ein bisschen Holz. Das Holz. Ich hatte auch so viel Holz. Da ist ganz viel Holz. So, dann kann ich nämlich auch Hackmesser machen. Das ist ja fantastisch. Oh, dann zieh dir doch mal was an, ey. Ja, ich bin doch jetzt dabei, ey. Oh, ein Sklaventreiber. Wo ist dieser verdammte schwere Gamaschenfutter? Ach, das gibt es ja ganz unten. Da brauchen wir 21 Leder und das können wir nicht herstellen, weil... Achso, soll ich mal zwei Eisenäxte machen? Ja, gern. Kann man immer gebrauchen. Ein Hackmesser ist übrigens schon fertig. So, und ich mache mir jetzt mal ein stygisches Chip-Pesh. Mal gucken, wie das so ist. Vielleicht, warte mal, Schildmacher, hatte ich den Schildmacher oder hattest du den Schildmacher? Das... Nee, ich habe den Verteidiger. Knochenschild, Panzerschild, Rüstung bist du. Operative Kriegsbemalung. Achterwaffen. Verteidiger habe ich. Genau, Eisentage. Werkbank eines Rüstungsmachers. Holztage und Eisentage. Brauche ich da 12 Eisenbarren? Brauche ich. Okay. Haben wir noch genügend. Haben wir noch genügend gerichtetes Holz haben. Ah ne, braucht man nur normales Holz. Holz, 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 Holz. Wo ist denn Holz? Ich hatte doch noch so viel Holz, wo ist das alles hin? Hier eben noch Holz mit. Menno. So. Können wir hier mal ein bisschen Platz machen? Irgendwie kann ich nur so ein einfaches Rüstungskit machen, aber damit auch meine Sachen nicht reparieren. Da ist eine Eisentage für dich im... Danke. Weil vielleicht können wir ja da demnächst mal gucken, dass wir irgendwie so ein Dings überfallen, so ein Dörfchen. Können wir gerne machen. So,
Ist das eine Einhandwaffe oder eine Zweihandwaffe? Gucken wir mal. Yeah, Einhandwaffe. Guck mich an, Heinrich. Ach so, ein Sichelschwert. Genau. Ist besser als das normale Eisenschwert, aber du hast ja sowieso dein Zweihänder-Schwert. Ja, ich wechsle ab und an. Kommt drauf an, was für einen Gegner ich habe. Versuche ich dann halt dementsprechend mich anzupassen. Hm. Ach so. Eisenaxt ist auch fertig. Zack. Und ein Hackmesser habe ich auch für dich. Mir mal noch ein paar Pfeile. Ich glaube, wir brauchen echt mehr Truhen, das ist... Ja. Wo sind meine Pfeile? Da. Du musst wieder Zeug für Ambrosia machen. Ich gehe noch einen Fisch essen. Dann lass mal los. Bist schon unterwegs? Nee, ich bin noch nicht unterwegs. Ich bin auch noch gar nicht fertig, weil ich gerade noch Pfeile herstelle. Ich will noch ein bisschen was ablegen, sonst bin ich zu schwer. Ich weiß gar nicht, was ich ablegen soll. Ich habe nur ein paar Pfeilchen, ein bisschen Zwirn, ein bisschen Fleisch. Ja gut. Da kann man ja mal so nebenbei mal wegsnacken. Ich habe jetzt noch zweimal Ambrosia dabei. Knusper nehme ich auch noch mit. Nee, ich möchte nicht 50 getrockneten Fisch, ich möchte nur einen haben. Ich möchte nur einen getrockneten Fisch. Nicht essen. Du sollst den zurück. Boah, ey. Kann ich nicht hier einfach nur einen getrockneten Fisch nehmen? Oh, schön zu sehen, dass die Pfeile im Kopf stecken. So. Ey, du Dumme! Jetzt hab's. Okay. Okay, jetzt bin ich bereit. Was hast du denn? Ne, ich bin draußen schon. Okay. Nach Norden? Also... Ja, ich würde sagen, hier vielleicht irgendwie mal... Oh, Krokodil. Ja, dann teste mal, wie gut deine Sachen Waffen sind. Siehste, kriegst du alleine hin, den Typen. Nein! Jetzt habe ich das ab heute Messer. Habe ich das mit? Nein, natürlich nicht. Hast du dein Holzmesser dabei? Nee. Ach nee, ach, ich hab's dir doch ausgerüstet, ich Dödel. Ich hab's nicht. Ich hab's ausgerüstet. Dödel. Dann musst du jetzt die ganzen Leute abhäuten. Nee, hier oben links waren wir doch sehr häufig, oder? Ach nee, da gab's ja auch einen Stamm, wenn wir oben hoch irgendwas zugehen und dann links. Genau, und dann nach links gegangen sind. Da war ein Stamm. Ein größerer. Hm. Bist du das? Ja, das bin ich. Nee, ich meine das. Aber das ist ein. Oh. Ja, wir müssen jetzt nicht gegen jedes Kroko kämpfen. Hält uns Nein, nur auf. Müssen wir. Wir wollen ja gegen Menschen kämpfen. Richtig. Wir wollen ja mal hier ein bisschen Action haben, ne? Ein bisschen, ja. War das so ein Spiel, wo man ohne Waffen in der Hand schneller läuft als mit Waffen in der Hand?
weiß nicht. Ich glaub nicht. So, zum Reparieren meines Bogens brauche ich Pflanzenfasern. Hast du keine dabei? Nee, ich habe nur Dings dabei. Nicht Pflanzenfasern, sondern Zwirn. Ich dachte, ich bräuchte Zwirn. Ja, ich habe Pflanzenfasern dabei. Soll ich was rausschmeißen? Wäre cool. Das hatte ich mir jetzt irgendwo noch welche gehört, geholt. Aber danke schön. So. Ich weiß, wie viel wir jetzt schießen. Also Sklavenrad ist ja gerade voll. Das heißt, ja. Für Sklaven brauchen wir die nicht. Die können wir gleich eliminieren. Genau. Einmal kurz gucken, wie viele Leute das ungefähr sind. Natürlich. Ja, zwei, drei... Ich gehe mal auf einen anderen Stein. Hier, da war gerade einer. Ich sehe drei. Ja, einer ist einer ist links hinter so einem Zelt gegangen. Da drin sehe ich zwei. Da sind auch noch mal zwei. Also im Lager selbst sehe ich vier. Na, und hier außen sind drei. Ja. Ja, wollen wir mal versuchen, einen hier aus der Ferne ranzuholen? Den links oder den rechts? Ah, den links, der ist näher dran, ne? Okay. Der aber steht, ne? Ja. Ist der gefangen oder so? Keine Ahnung, aber er macht nichts. Gut. Dann der andere, der da steht, rechts. Jo, 3, 2, 1. Ah, der kommt. Ist daneben. Oder du hast getroffen, keine Ahnung. Ah, muss er jetzt loslaufen, wenn ich schießen will? Okay. Ich sehe ihn tatsächlich nicht. Ah, warte. Der ist gut. Willst du ihn auseinandernehmen, oder? Oh ja. Gut, dann krieg ich aber einen anderen. Brauch ja auch was. Ja, wir können ja mal versuchen, zum anderen hinzukommen. Da kannst du den ja schon mal looten. Weil der andere Wächter ist ja da hinten rechts gerade. Okay. Oder hat er sich schon aufgelöst? Ich glaube, der hat sich schon aufgelöst. Ja, dann holen wir uns da den Einzelnen da rechts, bevor der wiederkommt. Oh ja. Können ja versuchen, mit einem Pfeil abzuschießen und anzuloggen. Okay. Und... Oh, ich hab getroffen. Hey. I go to the great feast. So, der ist jetzt aber meiner. Ah, schade, nur einmal. Dann noch aber so. Dann müssen wir mal gucken, ne? Wie viele da noch drinne sind. Also vier. Oh, da hinten am Lagerfeuer sitzen zwei Leute. Ja, ja, ich hab dir ja gesagt, drin sind vier. Hier ist noch einer, da ist einer. Der links, den könnte man am Feuer andocken vielleicht. Ja, warte. Okay, ich hab ihn im Visier. Ups, ich hab zu früh geschossen. Den. Da hab ich gar nicht hingeguckt. Der scheint groß zu sein. Das sind zwei. Hi, Jukic! Einer für dich, einer für mich. Genau, ich nehm den hier.
Gefahr, dass man alte Sachen nicht kaputt machen kann. Der hat ein Steinschwert gehabt. Das schmeiß ich mal ab, das ist zu viel. Verkaufen können wir es ja eh nicht. Ja, okay. Nächster? Da hinten sind wieder zwei, warte. Auf die gerade zu willst du schießen, ja? Jo. Ja, kam nicht an. Kommt nicht an. Oh, Frauenpower! Zimmermann. Oh. Empty abodes. Ah. Ups. Du hast mich verkrüppelt. Achtung, ich haue. Ups. Gut, die andere hat sich schon aufgelöst. Das heißt, es nimm du die da. Und ich gönn mir mal ein Steak zwischendurch. Okay, ich hab noch. Ich sehe ja noch beide tatsächlich. Echt? Ja. Achso, so, die lagen jetzt nebeneinander. Ich habe gerade nur eine gesehen. Die haben auf jeden Fall einen Gefangenen. Gut. Zwei sehe ich noch. Ja, ich auch. Ups. Und Feuer. Treffer. Tänzer. Oh, nimm doch dein Schwert. Ah, ich vergesse immer zu sehr, dass ich sie treten kann. STRG treten. Treten. Hm. Das ist immer so wichtig, um die auf Abstand zu halten eigentlich. Hm. Oh, jetzt gehe ich mal nahkampfmäßig rein. Aber ich glaube, wir haben alle. Ach, den Gefangenen oder die Gefangenen kann man nicht befreien. Schade. Oh doch, interagieren. Ne, irgendwie kann ich nicht mit der Frau interagieren. Ach, hier ist ein Zettel auf dem Boden. Ich kann den Zettel aber nicht irgendwie nehmen. Wolltest du einen Zettel nehmen? Hm. Mein Vater hat mir beigebracht, dass ich von allen Völkern der Erde was lernen kann. Ich weiß aber noch nicht, was die Fari mir beibringen können. Sie schlugen mich bewusstlos und schleiften mich in ein Lager, wo sie mich in einen Käfig voller Gefangener warfen. Sie haben uns geholt, einen nach dem anderen, und zu ihren Opfergruben geschleift. Die Schreie der Opfer erfüllen die Luft und dieser Geruch. Mir läuft das Wasser im Mund zusammen und ich hasse mich dafür. Ich habe die blutigen Opfer gesehen, die Seth fordert, und auch die Orgien zu Ehren der von der Ketu. Aber diese Barbaren mit ihren gefeilten Zähnen und bluttriefenden Mäulern, ich mag diese Dunkelheit nicht, sie bereitet mir Gänsehaut. Einige der Gefangenen hier stammen aus dem Norden. Einer von ihnen behauptet, er wäre ein stygischer Kopfgeldjäger, der hier nach Schätzen suchen wollte. Er sagte, im Norden gäbe es eine ganze Stadt mit seinesgleichen. Und in dem Käfig neben uns kauert eine Frau, die gekleidet ist wie eine Piratin. Heißt das, wir sind in der Nähe des Ozeans? Ich brauche Antworten. Ich war so sehr damit beschäftigt, wegzulaufen, zu überleben. Einer der Zweige unseres Käfigs hat sich gelockert. Ich lege ihn mit meinem stygischen Freund frei, um irgendwann im Schutz der Nacht zu fliehen. Langsam erkenne ich, dass es dumm war, andere Menschen zu meiden. Wenn ich aus diesem Land entkommen will, muss ich Leute finden, die wissen, was zu tun ist. Mhm. Ich brauche andere Menschen. Lektion gelernt. Ja. Oh, hier liegt noch einer. Kann ich dich nochmal ein bisschen filetieren? Ja, scheiß Beine. War in der Kiste irgendwas Spannendes? Ja, ich hatte da jetzt, warte, Blut gefunden. Ein 100-jähriges Ei. Mhm. Und Dafari Beinschien aus Haut. Und ein Eisenbarren war, glaube ich, mit dabei. Okay. Dann hatte ich noch von anderen so eine Dafari Beobachtermaske gefunden und Feuerwasser. Okay. Was immer auch Feuerwasser sein soll.
Okay, also vom Fisch muss man etwas mehr essen, habe ich den Eindruck. Ich bin jetzt nämlich nicht wahnsinnig satt geworden von dem einen Fisch. Gut, ja. Wenn wir hier sind, dann können wir noch kurz Eisen hacken, oder? Ja, ich bin allerdings schon gut gefüllt. Ja, ich auch. Hab's gerade mal bei. Aber klar, das, was wir mitnehmen können, nehmen wir mit. Logisch. Ich habe mal Arm weggeworfen. Ich muss ja nicht jeden Scheiß mitnehmen, den ich ja von dem finde. Stimmt, Arm können mich weghauen. Und 122 Steine habe ich von denen auch schon mit so hier und da mal gekriegt. Ja, ich auch. Ach, wenn wir jetzt noch Eisen sammeln, weg mit den Steinen. Ja, das glaube ich auch. Dann bist du da hinten schon, ja. Ja, dann habe ich auch wieder Platz. Ja, mich bei 73. Ja, weil wir sind ja gerade hier beim Eisen, das ist ja... Ja, bietet sich an. Richtig. Und Eisen können wir ja immer brauchen. Jo. Das Geheimnis des Stahls, oder was das war, ne? Das hat mich gerade gehauen. Ups. Oh, die habe ich vergessen. Wie sieht's aus? Konnte man die im Nahkampf mittlerweile töten, oder? Ja. Oh! Aua, Entschuldigung, ich bin da falsch runtergesprungen. Na, du hast ihn ja gerade gut abgelenkt. Kannst ihn häuten, wenn du möchtest. Juhu. Schwefel. Hm? Die bringen Schwefel. Ja, Kristall habe ich auch schon von denen bekommen. Daneben. Immer verkrüppeln. Krüppel dich. Heute ihn! Heute ihn! Aus dem Stein, den ich mitnehme, werde ich zu Hause dann mal Salz machen. Ja, mach das. Das können wir fürs Essen wahrscheinlich gebrauchen. Ich weiß gerade nicht, der eine ein netter User hat ja vor ein paar Folgen... Oh, da kommt er zu Besuch von dir. Ah! Okay, aua. Okay, ich geh weg, ich geh weg, ich geh weg. Oder ich versuch's von... Achtung, ich haue. Block dich nochmal. Alt-Taste oder STRG? Nee, Alt ist ausweichen, STRG ist treten. Brauchst dein Schild, du hast den nicht mehr in der Hand. Oh. Nix im Loot da? Dumme Kuh. Aber sie hat uns noch ein paar Häute da gelassen. Da ist noch ein Viech. Ja, mit dem möchte ich mich jetzt nicht mehr anlegen, du. Okay, also ich bin auch ziemlich voll, meinetwegen können wir nach Hause. Ja, weil Gesundheit ist jetzt nicht mehr so hoch. Okay, ich habe sonst auch Ambrosia dabei. Kannst zwar ein Steak essen. Ich will mein Glück nicht hinaus, Ja, ich muss auch was essen. Der Fisch hat mich jetzt nicht so satt gemacht, wie ich dachte. Außerdem brauche ich noch Wasser und mein Schwert muss repariert werden. Oh, das kann ich eigentlich jetzt machen, ne? Und du musst Pipi und die Füße tun weh. Nee, Pipi muss ich nicht. Bei meinen Lendenschurz lasse ich es einfach laufen. Und das kühlt die Beine auch ein bisschen ab. Ist nicht verkehrt in der Wüste. Naja, und wenn du Pipi in den Beinen hast, kommt da Sand gegen und dann hast du auch noch ein bisschen Schutz vor der Sonne. Und es reibt. Weil dann ist das ja im Schritt feucht. Und das reibt sowieso schon. Und wenn du dann noch da Sand hast, dann reibt es ja noch mehr. Das ist He-Man. Dann hast du einen wunden Dödel. Ich habe hier He-Man, das ist nicht so schlimm. Und mein Dödel, hast du ja gesehen, ist so lang. Ja, der hat besonders viel Reibungsfläche. Ich weiß nicht, ob das so toll ist. Ich glaube auch nicht, aber... Hast du gerade gestöhnt, oder? Ja, ich habe Hunger. Okay. Weil du bist 20 Meter vor mir und ich habe dich stöhnen gehört, so. Oh. Ja, das irritiert mich.
Ich habe jetzt Hand gespielt, da muss man immer auf Geräusche achten. Ach, da vorne links bist du. Ja, wenn wir uns dann hochgeheilt haben, vielleicht nicht, können wir mal das andere, das größte, den größeren Dungeon da mal aufmucken oder platt machen. Ah, spielt sie Kroko fanglich? Hm? Aber ich bin zu schnell fürs Kroko. Ja, hat schon keinen Bock mehr. Aber davon kommt rechts bei dir ein neues. Ja. Kroko, fang mich. Einmal Fresse halten, Kroko. Warte zu, ein Kroko ist hinter mir. Wo bist du Darmhandtasche? Ah, das ist genau nämlich die Scheiße, die ich scheiße finde. Okay, also so ein Fisch gibt einem nur 5 Nahrung. Das ist jetzt nicht so super viel. Nein, sollst nicht. So. So, Steinchen. Und dann Eis. Was kann ich denn so mit exotischem Fisch kochen? Steht nur Trockner. Oh, und Afari hat mir Pflanzenfaser gebracht. Das fand ich aber nett. Oder finde ich nett. Und wir brauchen wieder mehr Kisten. Das gibt's einfach nicht. Oh, wir haben ja gelernt, das ist zerstört. Das kriegen wir nicht repariert. Ah, ich mache mal gekochten exotischen Fisch. Vielleicht sind die ja besser. Jo, mach das mal. So, hier packen wir nochmal Salz rein. Salz. Oh, Salz braucht gerade eine Menge. Feuerwasser schmeckt wieder tot, haut aber ordentlich rein. Verbrauchsobjekt stark wärmt. Also wenn wir mal irgendwie ins kalte Gebiet gehen und wir uns den Arsch abfrieren, könnte uns das erwärmen. Das ist auch so ein Spiel echt für Messis, die nichts wegschmeißen können, ne? Du kannst alles irgendwie gebrauchen. Ah, du hast ja einen Pflanzentöpfer, hab ich noch gar nicht gesehen. Jaha. Da könnte man hier so eine ganze, also so eine quasi Mauer machen. Ach, was glaubst du, was ich vorhabe? Genau das, ne? Ach, kleiner, süßer Heinrich. Ja, ich hack dir gleich den Kopf ab. Süßer, süßer Heinrich. Was ich nochmal sagen wollte, der eine nette User von dem Namen, den ich mir gerade nicht im Kopf habe, der hat ja auch gemeint, dass wir irgendwas mit Aloe Vera schnell lernen müssen. Okay. Dann kriegst du wohl die besten Essenssachen wohl raus. Ja, aber ich glaube, ich konnte noch nichts mit Aloe Vera machen, weil ich noch nicht weit genug war. Hm. Irgendwas war da, das habe ich mir nämlich auch schon gedacht. Danke einfach nochmal für die Kommentare, die du bisher hinterlassen hast. Ja, auch wenn das jetzt schon einige Folgen her ist. Ja, weil wir immer vorproduzieren bei solchen Spielen. Es ist einfach so, man arbeitet leider, leider. Man hat nur am Wochenende Zeit zum Zocken und ja, dann macht man am Wochenende gleich natürlich mehrere Folgen. Also Wüstenbären und Aloe Vera haben wir hier schon ganz gut was wachsen. Hm. Gut, ich gucke gerade auf den Tacho. Der sagt, es ist die Folge ging lang genug. Ach, schau einer an. Ja, wir überlegen uns nochmal, was wir nächste Runde machen oder nächste Aufnahme. Und wenn es euch gefallen hat, hinterlasst uns doch mal ein Like oder einen Kommentar oder ein Abo. Würden uns auf jeden Fall freuen. Also reingehauen, bis zum nächsten Mal. Ciao. Und tschüss.